Ich verstehe auch, dass er als ehemaliger Weltklasse-Stürmer am liebsten nur offensiv laufen würde. Das kann ich auch nachvollziehen. Herr Kofeld, der Claudio Pizarro hat jetzt im Interview gesagt, dass er bei Werder das Gefühl hat, dass die Stürmer zu viel Defensivarbeit machen müssen und deshalb eventuell dann in der Offensive vor dem Tor vielleicht manchmal so ein bisschen die Konzentration fehlt. Hat er da mit Ihnen vorher schon mal drüber gesprochen? Wussten Sie da oder kannten Sie seine Einschätzung oder ist das quasi neu und hat er recht damit oder sehen Sie es anders? Ja, Claudio und ich schreiben ab und zu mal, telefonieren auch ab und zu mal. Das spezifisch haben wir nicht diskutiert, aber es ist in der Regel so, dass man wahrscheinlich mit einer ehemaligen Bremer Innenverteidiger-Legende genau das Gegenteil hören würde. Es ist, liegt in der Natur der Sache, dass ein Stürmer das ein bisschen offensiver denkt und ein Verteidiger ein bisschen defensiver denkt. Und deshalb ist es meine Aufgabe als Trainer, da eine Balance herzustellen. Und das zeigen auch alle Daten, muss ich leider, auch wenn es mir sehr schwer fällt, Claudio widersprechen. Es gab eine Phase in der Saison, wo wir unglaublich viel über Laufarbeit wegmachen mussten in der Defensive. Die Phase ist aber lag eher so vor Weihnachten. Inzwischen ist es nicht so, dass unsere Stürmer überdurchschnittlich viel Läufe in die Defensive investieren. Also das zeigen sowohl die Daten als auch die Spiele. Dementsprechend sehe ich das nicht so. Aber ich verstehe auch, dass er als ehemaliger Weltklasse-Stürmer am liebsten nur offensiv laufen würde. Das kann ich auch nachvollziehen. Und was war dann noch die Frage? Ob er es mir vorher gesagt hat? Nein. Aber das muss er auch nicht. Also, alles gut.